Oi, Leute, 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 willkommen wieder zurück zu Crash 2 Cortex Strikes Back und die Level werden wirklich echt immer heftiger. Drei weitere sind noch übrig im vierten Warp-Raum. Wir haben hier einmal Hard Crash, also Cold Hard Crash, um genau zu sein. Cold Hard Crash, also kalter, harter Crash. Dann noch Ruination, das klingt nicht sehr angenehm. Und hier drüben auch noch Behaving, also noch so einen zweiten Bean-Level. Und der sieht irgendwie danach aus, als würde ich da drin auch endlich den letzten farbigen Edelstein bekommen. Den lilanen. So, ich habe jetzt übrigens auch nochmal, war das überhaupt bei Hanging Out, hatte ich es da zuerst geschafft? Nein, ich hab ein paar wenige Level offscreen nochmal gemacht und da doch noch alle Kisten zerbrechen können. Irgendwie habe ich das Bedingung immer noch nicht geschafft. Ich weiß nicht, ich habe sogar jetzt diesmal die Todesroute genommen und krieg trotzdem nicht alle Kisten. Also was soll die Scheiße? Ist mir jetzt aber auch egal. Man sieht aber in allen drei Level, die jetzt hier noch übrig sind, kann ich auch noch einen Zusatzdiamanten wieder bekommen. Weiß aber nicht, ob ich das hinkriege. Also schauen wir einfach mal. Jetzt geht es nach Cold Hard Crash. Das klingt kalt und hart. Alles klar, da war schon wieder ein Hinweis mit einer Todesplattform. Und ihr habt mir ja eh schon in die Kommentare geschrieben, auch nochmal danke dafür. Energiekristalle befinden sich immer auf dem ganz normalen, regulären Weg eines Levels und nie bei einer Todesroute oder Edelsteinroute. Weil wäre ja auch ein bisschen gemein, weil sonst würde man den nicht bekommen. Aber anders gesehen wiederum ist es natürlich blöd, wenn man dann doch irgendwie die Route nimmt, die andere, dann kriegt man halt, dann kommt man nicht mehr an den Edelstein ran, also ich meine das an den Energiekristall, meine ich, weil der halt woanders ist. Der ist immer auf dem regulären Weg. So, es gibt 155, hatten wir jemals so viele Kisten schon? 155 Kisten, leckt mich fett. Das ist ja richtig heftig. So, wenigstens kriegen wir zu Beginn des Levels ein Akku, das ist sehr nett. Scheint also ein schwerer Level zu sein, wenn es irgendwie hier schon so viele Dings geben. So, ich habe 6 Leben. Ich habe nämlich zuletzt, als ich hier jetzt noch die anderen Level nochmal gespielt habe, ich habe jetzt nämlich, man sieht es glaube ich eh hier, ich habe jetzt insgesamt 21 von 42, also ich habe genau die Hälfte aller Diamanten, aller weißen Diamanten. Bin halt zum Beispiel in diesen ein Eisbären-Level nochmal reingegangen, also mit dem Eisbären-Rennen meine ich. Habe ich jetzt dann mit ein paar Anläufen, habe ich dann doch noch alle Kisten hier kaputt machen können und... Oh nein. Alter, wenn du das hier einmal versaust, kommst du dann nicht mehr ran, oder was? Eins, zwei... Achso. Na, warte mal. Kann man aber so auch probieren. Ups. Ups, jawohl. So, Aber die sind ja so süß, die Seehunde. Ich finde die auch, also auch in echt finde ich Seehunde, vor allem... Oh, Seehundbabys, Alter, da geht mir das Herz auf. Seehundbabys sind sowas von süß. Ja, das war jetzt nicht so süß, hier die Wumperfrüchte wegzuwirbeln, aber ist ja egal. So, zack. Und wieder ein Leben, haben wir 100 Früchte, super. Aber 155, ich glaube, wir hatten bis jetzt noch nie einen Level mit so dermaßen vielen Kisten, bilde ich mir ein. Also, wir hatten zwar schon mal Level mit über 100 Kisten, aber 155 ist echt die Härte. So. Okay, jetzt rutschen hier wieder... Manchmal ist auch witzig, manchmal rutschen Pinguine hier lang und manchmal sind es die Seehunde, die hier so auf dem Bauch lang rutschen. So, das ist schon mal der erste Abschnitt gewesen. Mit 22 Kisten dürfte ich hoffentlich auch keine verpasst haben. Aber es wird noch schlimmer. Ich habe das im Gefühl. Ich spüre es im Urin und... Oh ja, vor allem ist es schon wieder so ein Side... ich will immer Side-Scrolling sagen, weil es scrollt ja zum Glück nicht von selber. Es ist halt so eine Seitenansicht, was wir schon mal relativ am Anfang hatten. Ich glaube sogar in Snowgo gab es das ja auch, natürlich. Und ja, das ist jetzt auch wieder fies. Man muss, Achtung, rutschen. Sonst wird man... Alter, na klar. Sonst wird man nämlich direkt erschlagen. So, da unten wird hoffentlich nichts sein. Das wäre oberfies. So, geh wieder hoch. Ups. Ei, diese blöden Eiszapfen. Das sind keine Eiszapfen, das sind Scheißzapfen. Aha, hier ist der Bonus. Da ist... Ich hätte jetzt aber, glaube ich, das Vieh nicht töten sollen. Komme ich noch über... Komme ich noch an die letzte Kiste da oben noch ran? Ah, ja, bin ich noch angekommen. Okay, scheiße, ist auf die Früchte. Egal. Bonus-Time. 31 Kisten alleine hier. Okay. Mit ganz vielen Früchten. Das ist auch sehr gut. So, ui, gleich mal eine TNT-Kiste aufpassen. Aha, okay, ich sehe schon. Das geht ja. So, eine davon aktivieren. Schön Abstand halten. Gucken, dass sie eh hochgehen.
Jawohl. So, hier gleich die nächsten. Hups. Ah, sehr schön. So, warte mal hier. Hups. Ah, jawohl. Und komm. Ist doch egal. So, ich habe das nicht nötig und... Oh, weia. Andererseits... Man kann sich halt hier so schön viele Früchte holen in diesen Bonusabschnitten hier. Seht euch das an, wie geil. Ich habe schon wieder über 100 Früchte. Oh, Vorsicht. Oh, Alter, die Explosion hat mich knapp verfehlt. Voll heftig. So, was ist hier noch? Okay, nochmal TNT-Kissen. Na, ganz schön TNT-Fetisch hier. Was ist denn hier los? Oh, schnell das Leben holen. So, und... Ja, alle Kisten, super. Und es geht zurück. Na bitte, First Try den Bonus geschafft. Sehr schön. Wunderbar. Ob ich allerdings... ja, natürlich. Eiszapfen, die TNT-Kiste explodieren lassen, ist ja auch fies. So, warte mal, die wachsen aber nicht nach. Die Eiszapfen, ich glaube, wenn die einmal runterfallen, sind die für immer unten. Ich kenne es aus anderen Videospielen, da kommen oft Eiszapfen dann gleich wieder nach einer Zeit, dass die dann nachwachsen. Hier ist das scheinbar nicht so. Ja, natürlich. Hier ist jetzt so ein kleines Schäßerchen eingesperrt, so ein... Ich weiß nicht, was das sein soll. Ist das ein Stachelschwein? Ein Igel sieht doch ganz anders aus. So, der kommt aber gleich auf mich zu, also Vorsicht. Ich muss warten, bis er wieder seine Stacheln einzieht, weil sonst... So, und... Das war auch gut so. So, Schalterkiste aktiviert. Irgendwo habe ich jetzt gerade Kisten aufgefüllt. Ah, ich kriege einen Akku, sehr schön. Uga Buga, wollte ich auch gerade sagen. So, gib mir noch mehr leckere Früchte. Das muss ich ausnutzen. Ich brauche die Leben. Ich werde sie wirklich alle brauchen. Für die ganzen Level, die noch kommen. Oder vielleicht auch nur für das, was jetzt noch kommt. Und okay. So, was ist... Achso, das waren die ich jetzt gerade... Ja, klar. Zack. Ich meine, die Pinguine sind ja auch süß, aber... Alter, wie fies ist das denn? Die Todesroute ist hier drin? In dem Bonusabschnitt? Wie geht das denn? Wie geht das denn bitte? Okay, egal, wir machen's. Wenn ich schon mal hier bin, wir machen's. Wir gucken. Oh, weia. Na klar, Eis- und Nitro-Kisten ist immer richtig scheiße. So, ich mach mal ganz langsam, ich will wissen, was hinter der Kiste ist. Aha, okay, eine Kante zum Hochspringen dann. Ach du meine Fresse. So, Alter, ich habe 73, na, da fehlen noch einige Kisten. Hups. Genau das wollte ich eigentlich nicht, du Idiot. Oh, scheiße. Ach, du scheiße, ganze... Alter, du kannst ja kaum stehen bleiben. Zurück, Crash, zurück. Du kannst echt nicht stehen bleiben hier. Ist das heftig. Du kannst kaum stehen bleiben. So. Und vor allem... Ah, ich habe gerade irgendwie ein Leben bekommen. Achso, wegen den 100 Früchten wieder. Hier ist eine Kiste, die ist nicht ausgefüllt. Muss es also irgendwo eine Schalterkiste hier noch geben? Achso, warte mal, das sind noch mehr Kisten. Was ist denn... Nein! Was ist denn hier los? So. Alter Schwede, Todesrouten sind immer... Die sind immer besonders schwer. Ja, ist klar. Okay, es kommt nicht bis zum... Es bleibt auf dem Eis. Verpiss dich, so. Verpiss dich. Und fick dich! Warum? Ich hab reingewirbelt! Ich hab reingewirbelt. So, warte mal. Was ist aber, wenn ich hier... Ach so. Ja, da komme ich aber nicht mehr zurück. Okay, das ist fies. Das heißt, ich muss das machen. Ich muss es machen. Alter, wie soll man das denn schaffen? Aber hier, ich verstehe diese eine Kiste nicht. Warum ist die nicht ausgefüllt? Hier ist doch nichts. Hier ist keine Schalterkiste. Ich kann doch nicht den ganzen Weg dann nochmal zurück wegen der einen scheiß Kiste, oder? Wollen die mich verarschen? Hier, das sieht man doch. Was soll das? Alter, also manchmal verstehe ich das Spiel nicht so ganz, warum das so gemacht ist. Was denken die Level-Designer sich manchmal? Manchmal habe ich das Gefühl, sie denken überhaupt nicht. Wie sehr ich euch doch beneide, dass ihr nicht denken könnt. Oder es nicht wollt. So, hier wieder diese... Diese kleine... Also den hatte ich ja noch erwischt, aber den anderen... Der hatte mich erwischt. So, fick... Nein! Ich wollte... Mann! Diese Scheißviecher! Geht euch doch mal... Mann! Diese Todesrouten sind doch voll für den Arsch! Ich will einen Akku haben! Und da kriegt man natürlich nie einen.
Weil das wäre ja zu leicht. Das wäre ja zu leicht. So, jetzt habe ich wieder ein Leben gekriegt und wieder 100 Früchte. Ich verstehe diese eine Stelle hier nicht. Was soll das? Du bist ein Hurensohn. Jawohl, eindeutig. Das kann man nicht schaffen, aber das muss man schaffen können. Aber ich krieg es einfach nicht hin. Wenn ich es jetzt nochmal verkacke, dann scheiße ich aber drauf auf diese Todesroute. Ganz ehrlich, dann leck mich am Arsch. Dann will ich nicht mehr. Mann, jetzt bleib doch mal stehen. Du sollst stehen bleiben, Crash. So. Die ganzen Dreckskisten hier überall. Da sind nochmal welche. Na, alle mitnehmen, alle. Da muss man echt so gegenschlittern, weil sonst klappt das nicht. Aber wie komme ich an diesen scheiß Viechern hier vorbei? Dann auch noch auf dem blöden Eis. Er hatte seine Stachel noch nicht ganz drin und deswegen hat er mich gekriegt, dieser Drecksack hier. Du Mistvieh! Du bist ganz unschuldig und bist trotzdem eine scheiß verdammte Mistgeburt. So, fick dich jetzt mal. Nein, 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 leck mich am Arsch. Nein, leck mich am Arsch. Komm, ich scheiß drauf. Nein, tut mir leid. Ich habe keinen Bock. Es reicht. Bevor ich wieder den Energiekristall verpasse, deswegen leck mich am Arsch. Auf geschissen. Da komme ich wahrscheinlich wieder woanders raus, wo ich dann die ganzen Kisten hier nicht mehr bekommen kann. Also fick dich ins Knie. Was zum... Ja, natürlich. Ja, ich sage, die Level werden immer schwieriger, aber diese Todesrouten, die sind wirklich... Das ist das Härteste vom Harten. Das ist nur was für die Experten. Und das bin ich nicht. Werde ich wahrscheinlich auch nie sein. So, wir bleiben nicht so lange rum, du Drecksvieh. Ah. So. 92 von 155, aber das Blöde ist doch... ich verstehe das nur nicht so ganz wie ein... Oh Gott, na klar. Natürlich. Ist... Oh, nein, nicht schon wieder. Nein, 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 nein. Hau bloß ab, du Arsch. Hau bloß ab. Geh weg. Hau bloß ab. Und ficke du dich. So. Ach, die gehen mir so auf den Nerven. Na, seht ihr, hier geht's nämlich jetzt wieder nach draußen. Hier geht's nach oben. Achso, nee. Voll wegge... Tschum. Wie lang ist denn der Level? So, hier falle ich wieder in den Todeisen-Checkpoint. Dankeschön. Hier komme ich doch dann nicht hin, wenn ich die Todesroute nehme. So, guck, guck. Der muss mich, glaube ich, sogar sehen, weil sonst fährt er die Stacheln nicht aus. So, kurz warten und tschüss, Mann. So, Pinguin. Dass denen nicht schlecht wird. So, und aha. Hier ist eine Schalterkiste. Und hier ist noch eine. Das sind ganz viele Schalterkisten. So. Die zählen aber, glaube ich, nicht zu den nummerierten Kisten, oder? Nee. Das sind ja nur Schalter. Das sind ja keine zum kaputt machen. So, und hier ist auch nochmal eine. What? Man darf hier wahrscheinlich auch gar keine auslassen, weil sonst wäre das etwas blöd. So. Oh nein. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Warum sind jetzt hier noch Nitro-Kisten? Schon wieder. Wieso? Und vor allem, die springt auch noch. Und der Pinguin... Ja, na klar, wenn der die berührt, passiert natürlich, da passiert natürlich nichts. So. Seht ihr, warum springt manchmal die Nitro-Kiste? Ah, okay, ich habe den jetzt gerade... Alter, ich habe den voll getötet. Ich habe den in die eine Nitro-Kiste reingewirbelt, den armen Pinguin. Ja, sorry. Es geht nicht anders. Aber ich rechne ehrlich gesagt wirklich nicht damit, dass ich hier alle Kisten kriege, weil... Da zählen doch die in der Todesroute, zählen doch dazu, oder nicht? Die zählen doch dazu. Also, wenn ich die nicht mache, kann ich doch gar nicht alle Kisten kriegen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich die mache, kriege ich dann... Zumindest habe ich das in dem einen Level. Bei Digging Eat habe ich das Problem. Und na klar. Wie fies ist das bitte? Hier hinter ist ein Leben versteckt. Ich werde so sterben. Fick dich ins Knie und spiel dein scheiß Digi-Lied woanders. Wie hätte ich denn das jetzt machen sollen? Fuck, ey. Fuck, 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 die fucken, ey. So. Das ist doch nicht zu fassen. Es war so klar, dass ich da sterben würde. Es war doch so klar. Ich hätte nicht wirbeln dürfen. Ich hätte nicht wirbeln dürfen. Aber ich bin ja selber schuld, weil ich habe gewirbelt. Aber ist das jetzt das Extra-Leben? Ist jetzt trotzdem wieder da? Dann könnte ich es ja nochmal probieren, das zu holen. Mit einem Sprung. Indem ich einfach springe und nicht wirble. Naja, klar sein müssen, dass das nicht... Ah, ein Leben. Jawohl, jetzt haben wir wieder einen neuen Extra-Leben. Ich habe wenigstens noch genug Leben. Aber ich hätte halt gerne das eine auch noch, weil das zählt ja auch als Kiste. So. Komm jetzt. Na,
wenn ich hier hinten bleibe. Jawohl. So, raus. Boah, so, 10 Leben. Ist doch nicht schlecht. Die hätte ich ganz gerne noch etwas länger, diese Leben. Und natürlich. Natürlich. Jetzt wird es nochmal richtig kacke. Achtung. Ich werde das so verkacken. Schnell. Ja, da wär zwar jetzt noch ein Leben gewesen, aber das ist mir egal. Das war mir zu risk. Das war mir zu großer Risk. Das eine Leben muss ich leider zurücklassen. Wie soll ich das denn bitte kriegen? So, und oh mein Gott, hier jetzt... So, es fehlen... Was zum Teufel? Es fehlen 45 Kisten. Naja. Wo ist jetzt überhaupt der Energiekristall? Aha. Okay, hier ist ein Checkpoint. Das ist ein komischer Pinguin. Zuck. Wo ist der Energiekristall, Leute? Ach, da ist er. Okay, ich hab nichts gesagt. So, ja, natürlich. So, und tschüss, Mann. So, Energiekristall ist safe, aber jetzt, wie gesagt, jetzt... Alter, ich dachte, ich sterb gleich. Nein, 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 nein. Sei brav. Sei ein braves Stachelschwein, obwohl die hätten doch eine andere Nase. So, warte mal. Springen und wieder zurück, genau so. Lass mich doch von dir nicht verarschen, du kleines Schässerchen. Oh, weia. Was war denn das jetzt hier? Das gab's doch in Crash 1 auch, diese komischen Räder. Oh, ganz viele Früchte noch. So, seht ihr, da ist nochmal ein Checkpoint und da ist endlich die Kiste, also die Schalterkiste zu the Zerstören von the Nitro-Kisten und... Oh Gott, warte mal, das muss ich jetzt... Jetzt! Okay, 134 von 135, also genau 20 Kisten würden fehlen, aber die kommen doch jetzt hier nicht noch alle, oder? Das gab... Wow! Dieses Mistvieh da drüben. Seht euch das an. Was bildet es sich ein, wer es ist? Oder der Pinguin, es bildet sich der Pinguin ein, wer er ist. Oder sie, ich kann ich ja nicht sagen, ob männlich, weiblich, das sehe ich jetzt nicht. Könnte ja auch ein Weibchen sein. Als ob ich denen jetzt da unten hingucken würde. Ich meine, haben die überhaupt sichtbare Geschlechtsteile? Das ist doch eh unter den Federn verborgen. Als ob ich mich da jetzt so... Warum frage ich mich das überhaupt? So, 15 Kisten würden noch fehlen, aber... Da vorne ist ja schon Levelende. Ich sag's ja. Ohne Todesroute, das ist, ehrlich gesagt, leckt mich am Arsch. Der Level ist auch ein bisschen... Die Todesroute ist einfach zu heftig, Leute. Es tut mir leid. Die ist einfach zu heftig. Was war das schon wieder, Crash? Der will mich verarschen. Warum, Crash? Warum? Dieser Hurensohn rutscht ständig ab. Das war nicht mal eine Eisplattform, wo ich es noch verstanden hätte. Und ey, wieso? Es reicht, leck mich am Arsch. Du scheißbehindertes... Warum? Das wäre jetzt nicht nötig gewesen, ernsthaft. Was sollte das, du blöder Trottel? Was war das? Geh doch mal scheißen hier. Warum ist der da abgerutscht? Das ist doch nicht mal eine Eisplattform da vorne. Die Säule ist nicht mal aus Eis. Also warum bist du da abgerutscht, du verdammter Mongo? Hier. Spring einfach rüber und geh dich ficken. Scheiß auf die 15 Kisten. Der Level kann mich am Arsch lecken. Der war nämlich... Die Todesroute ist einfach zu heftig. Das ist mir egal. Hauptsache, ich hab den Energiekristall. Also, leck mich am Arsch. Alter, wie soll ich das denn schaffen? Cold Heart crasht deine Mutter. So, machen wir weiter mit Ruination. Der Level wird mich ruinieren. Kapiert? Okay, hier gibt es wieder einen grünen Edelsteinweg und oh, 84 Kisten, ja, das geht und... Oh nein, ich hätte es mir ja denken können bei dem Namen. Das ist die noch schwierigere Version von Road to Ruin vom letzten Mal. Und oh mein Gott, regnet tut es auch noch, na sicher doch. Das sind wieder die Opossums und... Ist das fies! Ey, da direkt hier hinter noch eine Nitro-Kiste verstecken, seid ihr bescheuert oder was? So, wenigstens habe ich wieder ein Leben gekriegt. Opossum... Dumm. Opossum rennt sich auf dumm. Ich sage, er ist zu dumm zum Springen. Wie oft soll ich das eigentlich noch sagen, dass die Sprungphysik in dem Spiel beschissen ist? Genau wie im ersten Teil. Wie kann man so dermaßen behindert sein, Crash? Du sollst auf diese scheiß arschgefickte Säule drauf und rüber und auf das Opossum und es zu Tode bumsen hier. Nee, das lieber nicht, aber... Na klar, jetzt schlagen hier auch noch Blitze ein, da kann man hier vom Blitz getroffen werden und vor allem... Ja, nein, nein! Du sollst richtig springen, du
Spiele. Jetzt ist wirklich vorbei mit der Gemütlichkeit. Jetzt kommen wirklich die ganzen richtigen Arschloch-Level wieder. Das kannst du voll vergessen hier. First Try, das ist doch unmöglich. Spring gefälligst weit genug, du Mongo. Du blöde, dummes, blödes, hirnloses Bandicoot. Dann eben mit einem Rutschsprung. Fick da fort. So. Ja, jetzt rennt der Hurensohn wieder rum. Die kann ich ja nicht töten. Dann muss ich ausweichen. Das weiß ich mittlerweile vom letzten Level schon. So. Ich habe trotzdem so dermaßen Schiss, dass mir irgendwann wahrscheinlich der Blitz einen Strich durch die Rechnung machen wird. Aber sowas von. So, Checkpoint Nummer 1. Hier gerade mal 6 Kisten. So, ist auch wieder so ein blöder Wichser. Geh doch einfach kacken. Na klar, hier ist wieder so ein scheiß Affe. Okay, jetzt habe ich dann aber gerade irgendwie... Ich habe den Affen getötet. Oh, ey, warum tun die mir das an? Hä, warum ist hier eine... Hä? Achso, oh, ah, ich habe einen Akku bekommen. So, und wahrscheinlich falle ich jetzt hier runter. Na, doch nicht. Schalterkiste. Ernsthaft. Ernsthaft. Really. Really. Okay. Komme ich über vorbei? Nein, komme ich nicht, weil ich hänge da an der komischen Fackel fest. Super. Ganz toll. Wirklich, ganz toll. Fick deine Mutter. Egal, der Akku hat mich jetzt in dem Fall sogar gerettet. Und deswegen bin dieser Scheißaffe so tot. Jetzt reingewirbelt, Alter. So, nicht, dass jetzt hier plötzlich der Blitz einschlägt, weil sonst raste ich aus. Aha, hier wäre der grüne Edelsteinweg, aber... Kriege ich dann wieder den Energiekristall nicht, wenn ich den nehme? Ich muss einfach mal gucken, wo mich das jetzt überhaupt hinführt. Aha, aha, aha. Ach, gleich, ach, direkt hier hin, wo dieser Baumstamm hier... Alles klar. Welcher Arschhurensohn wagt es überhaupt? Akku, Akku, bitte. Ey, wieso? Warum? Welcher Hurensohn wirft hier mit Baumstamm? Das ist wieder so ein komischer Scheißgorilla. Okay. So, ne, wie gesagt, ich bin mir nicht... Du, fick dich! Scheißvieh. Mann! Da sind Gorilla in echt so schöne Lebewesen, aber in dem Spiel sind sie einfach nur scheiße. Genau wie diese komischen flammenspuckenden Affenarschtöpfe hier. Affenanus. Arschkopf. So, oh nein. Oh nein, da kommt ja noch mehr. Kommt ja nochmal sowas. So, Achtung. Ich wollte gerade springen, aber nein. Nein, leck mich doch am Arsch. Ey, hallo! Hey! Könntest du das mal bitte sein lassen? Wie kann da überhaupt Feuer sein, wenn es regnet, du Trottel? Hey, Crash! Nein! Das Spiel ist scheiße! Ein Haufen Scheiße! Jetzt ruht doch mal weiter hier! Nein, leck mich am Arsch mit dem Edelstein, wegen ist mir doch egal, was da ist! Oh, nee, jetzt werde ich wieder richtig aggro, genau wie in Crash 1. Jetzt kommen einfach nur noch mehr solche fickter Fotz-Level. Aber sowas von, so hier mal gleich mal einen Bonus, kriege ich wenigstens vielleicht ein paar Früchte und Leben. Könnte auf die 100 locker kommen, so, was ist jetzt hier? Es sei denn, der Bonusabschnitt ist auch so mega beschissen, wie der Edelsteinweg, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. So. Oh Gott, was soll das denn da? Hä? Natürlich. Ja, natürlich, das war mir so klar, dass das jetzt passieren würde. Du bist echt zu dumm zum Scheißen, Crash, weißt du das? Du bist echt zu dumm zum Springen, Scheißen, alles. Also diese Level sind hier, das sind die schlimmsten bis jetzt. Diese blöden Ruinen-Level. Wobei das mit den Bienen war auch nicht so. Also, nein. Kanalisation war auch nicht so angenehm. Die ist so. Geh dich einfach ficken. Ich muss aber hier rauf, weil ihr seht ja, dass hier. Alter, es sind 49 Kisten allein in diesem Bonusabschnitt drin. Wollen die mich verarschen? So, toll. Oh, nein, leck mich am Arsch. Nein, nein, ich probier's einfach. Ich probier's ehrlich gesagt im ersten Anlauf auch gar nicht mehr, weil es ist mir zu blöd. Es ist mir echt zu blöd. Ich bin froh, wenn ich den Energiekristall kriege und scheiß auf die Kisten, ganz ehrlich. Es ist mir jetzt schon mittlerweile wirklich wieder egal geworden, weil es kotzt mich einfach nur noch an.
wie man so einen Scheiß schon wieder programmieren kann. Das ist schon wieder viel zu heftig. Einfach nur gestört. Ah. Und fick ich ins Knie. So, und die Früchte mit. So, ja, aber was ist das jetzt hier wieder? Eins, eins, eins. Und oh my fucking goodness. So, ich krieg wenigstens ein extra Leben, weil ich über 100 Früchte habe. So. Scheiß auf diese vier Kisten. Das ist mir jetzt echt zu blöd. Was hätte ich denn da machen sollen? Ich bin ja da nicht nochmal raufgekommen, so gescheißen. Oh, ne, der Level ist gerade richtig. Der lutscht schon wieder hier alles Mögliche. Ja, jetzt ist doch noch kalt, Crash. Komm, stell dich mal nicht so an. Das ist ein... Jetzt ist hier wieder dieser scheiß Affe. Oh, cool. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das klappt. Ich habe irgendwie Angst, dass da... Ja, natürlich. Wer, wenn da jetzt noch ein, wenn da jetzt noch ein zweiter Affe kommt, wisst ihr? Ey, das Feuer war aus! Das Feuer war aus, du dumme Sau! Das Feuer war aus! Das kann mir jetzt keiner erklären, dass das nicht aus war, das Feuer, hallo? Du musst, es dürfen ja nicht mal mehr irgendwelche Funken übrig sein. Vom Feuer bist du direkt tot. Bist direkt tot. Oh, gescheißen jetzt hier. Mein Akku ist schon wieder weg. Mann, der Level ist arschig. Der ist einfach nur richtig behindert. Welchen? Ja. Hey, warte mal. Kann man vielleicht irgendwie... Bitte, bitte, komm. Renn rein, renn rein. Ja, super. Genau das wollte ich, dass die Echse... von der TNT-Kiste getötet wird. Denn sie ist eine scheißverdammte Missgeburt. Genau wie der ganze Level hier eine Missgeburt ist. Wie kann man das nur so fies bauen? Oh, ein Leben. Na, das ist jetzt sehr nett. Und... Ja, natürlich. Wollt ihr mich jetzt komplett verarschen? Was soll das denn hier? Spinning-Säule oder was? Okay, und Rut und abrutschen tut man da auch noch so ein bisschen. Ja, sicher. Ja, natürlich. Alles. Jetzt ist aber auch mal gut, ne? Also... Da ist der Energiekristall. Alles andere ist mir scheißegal. Ich will nur den Kristall im Moment haben, ja? Wie gesagt, wenn mir Level zu hart sind, um alle Kisten zu kriegen, werde ich, falls ich überhaupt Bock drauf habe, es offscreen nochmal probieren. Ernsthaft. Aber sicher nicht nochmal onscreen. So, und wenn ich jetzt hier fertig bin, dann werde ich ohnehin... Nein, ich brauche das gar nicht probieren, weil wozu? Dann kriege ich noch einen Akku. So. Buga Buga. Ja, natürlich, jetzt kommt hier schon wieder so ein blöder Gorilla mit seinen Baumstämmen. Was hat der denn wieder für Probleme? Der hat auch Aggressionen. So. Du scheiß Affe. Was willst du? Verpiss dich. So. Oh, so, Levelende. Ich enthalte mich meiner Meinung über diesen Level. Den kennt ihr schon. Also meine Meinung kennt ihr schon. Der ist furchtbar, der Level. Aber, wie ich gesagt habe, der Level ruiniert mich bezüglich meiner Leben. Ich meine, jetzt habe ich wieder nur noch 5, ich hatte vorhin 10. Geh einfach scheißen, du behinderter Kack-Level. So. Und wo es wahrscheinlich jetzt im nächsten Part auch nochmal richtig schlimm wird, ist Behaving. Ich kann auch nicht garantieren, dass ich den Spezial-Edelstein finden werde. Also den, das müsste wirklich ein Violetter sein, weil der hat eine andere Form als wie hier die Diamanten. Kann also eigentlich nur der violette Edelstein noch sein. Ich hoffe sehr, dass ich den finde. Und natürlich, dass ich da auch trotz alledem noch den Energiekristall mitfinde. Aber wie gesagt, das ist wirklich, wenn die Level so hart sind, ist es mir schon scheißegal, ob ich alle Kisten kriege. Da will ich ehrlich gesagt nur den Level schaffen mit Energiekristall. Das alleine ist schon schlimm genug, wenn die Level schon so kack schwer werden. Und vor allem, wir haben eine Welt, haben wir ja noch. 5 weitere Level kommen ja noch. Oh Gott, also, bis zum nächsten Mal bei Crash 2. Tschüss.